Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Willkommen, meine Sturmtruppler, wieder zurück zu God of War. Wie ihr wisst, habe ich doch das letzte Mal kläglich gescheitert an diesem Steinriese, der da ohne schlappt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie er wirklich funktioniert. Es muss irgendwas mit den Explosionsdinger hier zu tun haben und so. Da müssen wir mal gucken. Und ja, wenn er sich vorne so öffnet, spuckt er Feuer. Müssen wir mal gucken, was abgeht. Auf in den Kampf. Ich hoffe, ich mach's diesmal besser. Ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Dann kann ich die kleine Nuftflosse. Leichter Runenangriff. Im Menü anzeigen, bitte. Wie richte ich denn ausrüsten? Gedrückt halten. Stufe 1. Ist das unser normaler Angriff? Man macht's irgendwie nichts, ne? Wow, das hat wirklich funktioniert? Ich bin nur zu langsam, Junge. Heilung. Irgendwo Heilung hier drumherum. Nicht wirklich, ne? Ne, okay, Heilung hier drumherum. Ich bleib mal da hinten drauf. Schlappst du da neben rum? Ne, mit Absicht nicht. Warum ist der umgefallen?
Warum fällt er um? Wow, ich hab doch das Schild. Nochmal. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Das können wir gegen ihn verwenden. Wie macht das aber denn nichts? Ah, nice! Selbst im Wutmodus nicht. Wie sollen wir etwas aus Stein töten? Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Halt die Klappe! Vernichten ihn. Bleiben immer konzentriert. Ja. Da war ich jetzt doof. Das war doof. Sei ganz Anaxi, keine schnell. Wie schnell ich noch fertig gemacht habe.
Oh, ich hab schon wieder keinen Bock, weil ich schon brenne. Das können wir gegen ihn verwenden. Oh, ich probier mal was. Ich bin doch im Wut. ETF. Unglaublich. Glaub es. Du bist stärker, als du denkst. Danke, Vater. Ist das der Ring des Alchemisten? Grüner Ring. Zwergeninschrift. Der Alchemist? Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Gut, wir haben ihn endlich geschafft. Jetzt tun wir mal da den Kleinen auf, dass er uns wieder die Kit runterwirft. Was steht da? Ja. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Ja, so ist es. So ist es. Vorbei.
Ich wollte nur noch mal kurz wissen, wie das ausgelöst wird. Wo müssen wir nuff? Da wollte Claire, glaube ich, nuff. Warum müssen wir da nicht, wa? Ich bin falsch gelaufen. Das ist der Weg, um nochmal hierher zu kommen, alles klar. Gut, dann müssen wir da hoch. Der hat das Schild. Ich hau ihn auf! Ich muss unbedingt im Gläser-Pfeile mal updaten. Dass der mehr Damage macht. Allerhand, was da unterwegs liegt. Weltenschlangenschuppenfragment. Okay. Ja, das war die Stelle, wo der Steinriese losgelaufen ist, ne? Ja, und da müssen wir nur. Was haben wir da hin? Nein, wir haben doch ja beim letzten Mal alles untersucht, ne? Wir sind quasi einfach nur wieder zu dem Waffenschmied. Was habt ihr gefunden? Und was hast du da draußen entdeckt? Tja, dann nächstes Mal. Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mirifruxi? Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt. Ja, nehmen wir mal, ne? Ja, nehmen wir mal, ne? Bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, Zieleine! Verzeihung. Ja, und wo müssen wir hin? Da hier.
Wir haben ja jetzt einen Wegkompass. Die Truhe haben wir auf. Junge. Nehmen wir alles kaputt mal. Halt. Yo ho, Piraten haben's gut. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß? Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges zu sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Sieh her. Hey, noch eine Schatz. Okay, das ist wieder so Teleport-Tür. Noch viel lernen.
Wie geht dieses? Ich will die Truhe. Das sind zwei Truhe da hinten dran. Wie kommt man diese Truhe? Mal natürlich. Geht alles irgendwie nicht weiter hier. Tritt mir gegenüber, Gott des Donners! Deine Kampfansagen bedeuten den Göttern nichts, Geist. Sie hören nicht zu. Verspotte meinen Rachewunsch nicht. Meine Familie betete Thor an, doch ich will seinen Untergang. Beginnend mit der Statue über dem Grab meines Vaters. Unwahrscheinlich. Du bist tot. Gibt es was, das wir tun können? Natürlich gegen eine Belohnung. Wenn ihr die Statue zerstört, habt ihr meinen Segen, das Grab meines Vaters zu plündern. Er ruht auf einer Insel im Osten. Warum hast du Thor so sehr? Nach dem Tod meines Vaters errichtete meine Mutter die Statue über seinem Grab. Überraschenderweise sprach uns Thor persönlich sein Beileid aus. Zuerst freuten wir uns, doch schon bald nutzte er unsere Gastfreundschaft aus. Meine Mutter bat ihn zu gehen und Thor tötete sie im Rausch. Mir blieb alleine meine Trauer. Irgendwann verlor ich auch sie und fand an ihrer Stelle nur Wut. Das tut mir sehr leid. Komm, Junge, wir zerstören eine Statue. Das Grab meines Vaters liegt auf einer Insel im Osten. Verwechselt die Thor-Statue meiner Mutter nicht mit diesem monströsen Schandfleck im Süden. Dieser Geist. Der dessen Mutter von Thor umgebracht wurde. Was ist mit ihm? Sieh aus seiner Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Laut unserem Kompass muss ich, glaube ich, und? Doch gar nicht her. Kennst du noch andere Geschichten? Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Ja, Vater.